Hallo meine Lieben, ja, herzlich willkommen zu einem weiteren, naja, K-Pop Unboxing bzw. Review. Ausgepackt ist das Album ja schon. Ja, und heute haben wir ONYU's erstes volles Album Circle. Und ja, das ist die Fotobuchversion und sie ist riesig. Also, es hat das Format echt von einer LP. Hätte nicht gedacht, dass es wirklich so gewaltig groß ist. So, die Rückseite, ja, die Tracklist ist etwas wild verteilt. So, und ich denke mal, das hier außenrum, genau, ist Schutzhülle. Oh Gott, da kommt uns schon alles Mögliche entgegen. So, das nehmen wir uns dann gleich vor. So. Auf jeden Fall haben wir ein riesiges Fotoband. Es ist so groß und deswegen auch ein bisschen schwierig, uns durchzublättern. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, super, super, super tolle Fotos. So, hier haben wir die Credits hinten drin. Jo, das ist das Fotobuch. So, das hier ist das Wichtigste an dem Ganzen. Das ist nämlich das Album selbst, beziehungsweise die CD. Und dann, ja, das übliche SM Entertainment-Gedöns hier, ne? Kennen wir ja. Fotokarte. Dann, oh, kann man das richtig sehen? Warte mal, wir machen das mal so. Ja, so sieht man es besser.
Ja. Wie so ein alter Filmstreifen. Das benutzt heutzutage wahrscheinlich überhaupt gar keiner mehr. So. Und dann noch diese riesige, ja, riesige Fotokarte, könnte man sagen. Oder ich würde sagen, man kann es auch einfach als Mini-Poster nehmen. Ja. Super schönes Fotobuch. Finde ich total klasse gemacht. Ja, als das Album rauskam, es war wieder so ein Moment, da gingen wieder irgendwelche Diskussionen auf Twitter los, das war los am Rande, wo ich dann auch gleich schon wieder gedacht habe, so, Gott, die Leute können sich über alles aufregen. Da gab es dann irgendwie so, ja, das sieht so ohne Make-up und ohne Styling aus, die Fotos. Und Onyo hatte dann auch irgendwie auf, weiß ich glaube, auf Instagram oder so Fotos von sich selbst gepostet, irgendwie ohne Make-up und alle so, ah, Gott, Panik. Und ich habe nur gedacht, Leute, Idols sind ganz normale Menschen. Ne? Idols müssen nicht immer top gestylt sein. Idols können auch mal Fotos von sich machen, ohne Make-up drauf zu haben. Ne? Ist völlig normal. Ja, nur mal so am Rand, aber das sind so Sachen, die gehen mir echt langsam auf die Nerven. Die Leute regen sich einfach über alles auf, obwohl man sich überhaupt nicht aufregen müsste. Aber irgendjemand muss dann immer irgendwas zu meckern haben. Und ja, egal. Super, super schönes Album ist es auf jeden Fall auch. Also ich kann es nur empfehlen. Und ja, schon mal alles so ein Vorgeschmack auf ja, das Comeback von Shiny insgesamt. Ne? Die haben ja schon alle irgendwie Hinweise gedroppt, so dass wir was ganz Besonderes erwarten können. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Okay, aber das war's erstmal mit Onyos erstem vollen Album Circle. Und ja, ich hoffe, dass euch diese kleine Unboxing-Review gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, meine Lieben. Macht's gut. Bis dann.